Sind noch nicht live? Jetzt sind wir live. Hallo und herzlich willkommen bei der dritten White Show von Karls, Eriks White Show. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Live-Shopping bei Karls. Herzlich willkommen heute zum ersten Mal nur auf karls.de oder karls-shop.de. Ich bin Erik. Es ist ziemlich kalt. Wir sind heute bei der Feldbahn, bei unserer neuen Feldbahn, die aktuell noch Emschen heißt. Frisch aus der Werkstatt. Und ihr seht, haben wir schon ein paar gruselige Freunde dabei. Denn heute habe ich tolle Neuheiten für euch. Ich habe mir heute Steffis Neuheiten-Box ausgeliehen. Heute haben wir drei Neuheiten für euch. Und wo ich gerade bei drei bin, wir haben auch ganz viele Änderungen. Denn wir sind in der dritten Woche. In der dritten Woche, wir sind nur noch auf karls.de. Also wenn ihr gerade irgendwo auf Instagram seid, ganz schnell herkommen. Und wer nachguckt auf YouTube, der muss sich merken, ab sofort immer mit 18 Uhr live gucken. Denn wir haben heute von 18 bis 21 Uhr drei kostenlose Produkte für euch. Heute bekommt ihr, und ihr braucht dafür keinen Code mehr, das ist auch neu, bis 21 Uhr. Wer heute shoppt, ab 20 Euro bekommt drei wunderbare Geschenke, die ich euch gleich vorstelle. Und weil wir so viele Neuheiten heute haben, stelle ich euch auch direkt die erste Neuheit vor. Denn das ist unsere Challenge. Und das ist die erste Sache, die ihr heute interaktiv mitgestalten könnt. Denn heute geht es ein bisschen um Grusel und Halloween auch. Und ganz gruselige Sachen, die kann ich nämlich. Und du musst ein bisschen zurückgehen, weil da sind ja noch andere geheime Sachen drin. Und das erste ist, was nämlich neu in unserem Online-Shop ist, das ist total süß, das ist Anmal-Raupi. Ihr kennt vielleicht schon unsere Anmal-Figuren, die kosten jeweils nur 2,99 €. Ich packe die jetzt alle mal nacheinander aus. Raupi, neu im Shop, für euch jetzt verfügbar. Dann natürlich unser Karlschne. Ich kann es aber erst einmal in die Kamera zeigen. Unser Karlschen. Dann mein Favorit, Knolli. Unser Maskottchen von unserer Achterbahn in Elstal, von der K2. Knolli. Und natürlich haben wir auch unsere Erdbeerkala, auch ganz praktisch. Die hat als einziges diesen wunderschönen Anhänger, also sozusagen als anderes Stück hier auch noch in dem anderen roten Design, Kala. Und jetzt kommen wir zu dem Interaktiven, denn wir wollen, dass ihr mehr mitmachen könnt, dass ihr mehr dabei sein könnt. Und zwar heute die Challenge. Die Feldbahn, wer sie kennt, die ruckelt ja so ein bisschen. Die Schienen sind lustig verlegt hier im Dorf und die Wagen, die knallen mal aneinander. Ich muss während der einen Hälfte der Fahrt, muss ich eine von diesen Figuren anmalen, zu eurer Unterhaltung. Und ihr dürft jetzt entscheiden, welche Figur ich anmalen soll. Wir werden jetzt ungefähr 5 Minuten, indem wir die ersten Produkte vorstellen, könnt ihr einfach reinschreiben, soll ich Raupi anmalen, Karlchen anmalen, Knolli anmalen oder soll ich Karla anmalen. Sucht euch eine aus, die packen wir dann hier live aus. Und ich versuche mal bei ein künstlerisches Glück dabei. Und wir werden mal gucken, was in der Feldbahn dann passiert auf dem Rückweg zur Station und wie das Ganze dann am Ende aussieht. Unsere ersten 4 Produkte für zu Hause zum Bestellen. Wie gesagt, wir sind bei Airbags White Show. Ich habe schon mitbekommen, dass ganz, ganz viele mit ihren Kindern das angucken, weil sie eben die Erinnerung haben an unser wunderschönes Erlebnisdorf. Wir haben mal versucht, ein paar Lichter anzumachen. Ich weiß nicht, was man im Hintergrund so sieht. Und das ist jetzt keine Neuheit hier drin, aber die nach Rövershagen gerne kommen. Wir haben ja hier hinten in unserem Hüpfparadies haben wir eine Murmelbahn. Die machen wir gerade ganz neu. Aber wer zu Hause in der Zeit ein bisschen üben möchte, auch im Online-Shop für euch, unser wunderbarer Murmelsack mit bunt gefüllten Murmeln, ganz viele verschiedene. Ich kann die einfach mal kurz hier reinpurzeln lassen, wenn den meine dicken Finger gerade, weil es ist gerade wirklich schweinekalt, mal so rein. Also, das sind milchige Murmeln dabei. Guck mal, das sind, wie ich sie damals als Kind auch hatte auf dem Schulhof. Oh mein Gott, das sind wirklich Kindheitserinnerungen für mich. Dunkle, schwarze, also ganz viele. Ein bunt gesackter Murmelsack für 3 €. Denn hier haben wir unsere neue Murmelbahn dann nächstes Jahr bald stehen. Und unsere neuen Wackelfahrräder, also kommt hoffentlich im Sommer bald wieder zu uns in Erlebnisdorf. Und gleich gucken wir uns unsere neue Emschen an, unsere neue Feldbahn, die wir für euch renoviert haben. Dann wollt ihr natürlich wissen, was es heute geschenkt bekommt. Ihr seid alle ganz heiß drauf. Und zwar heute bekommt ihr als erstes Geschenk unseren Slushy-Becher für zu Hause, also auch Slushies, wenn es bald wieder wärmer wird für zu Hause. Und da wir gleich noch eine bestimmte Neuheit haben werden, gibt es einen Gutschein für einen Slushy bei Karls während der Kürbiszeit und während des Grusel-Oktobers. Die Slushy-Gutscheine können 3 Farben haben. Das kann ein grüner sein, ein gelb-oranger oder ein dunkelblauer. Das hat nichts zu sagen. Der ist dann in eurem Slushy-Becher drinnen und den gibt es kostenlos geschenkt heute bis 21 Uhr mit jeder Bestellung. Und es gilt natürlich auch, solange der Vorrat reicht, unsere Regel, zu jeder Bestellung zurzeit eine FFP2-Maske mit praktischer Halterung und Verschließung für Verkürzung. Also ja, wenn ihr bestellt, auch nach 21 Uhr die nächsten Wochen, solange der Vorrat reicht, vielleicht um noch wenige Tage, kostenlos eine FFP2-Maske in Karls auf Karls Online-Shop, karls-shop.de. Wenn ihr übrigens etwas habt, was euch gefällt, wir sind ja auf unserem neuen tollen Online-Format auf so einer Art Instagram, auch sieht ein bisschen anders aus. Und zwar habt ihr, jetzt muss ich kurz überlegen, auf der
rechten Seite unten habt ihr dieses kleine Shop-Gebäude, da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr alle Produkte, die ich euch heute vorstelle. Aber diese drei Produkte werden ganz, ganz automatisch sozusagen in den Warenkorb reingelegt, wenn ihr bis 21 Uhr auscheckt und einen Warenkorb von 20 Euro habt. Das also schon mal sozusagen für euch als Hinweis. Unser heutiges Aufmerksamkeits-, also ein Geschenk heute für die, die live zugucken. Dann will ich mal kurz an meine Regieassistent. Ich sehe, da ist eine erste Frage da. Andi, keine Frage, aber die Auszählung läuft wie Schein. Die Leute sagen, oder soll ich nochmal wiederholen? Ich kriege seltsame Zeichen, aber wir machen einfach weiter. Genau, ich war gerade bei der FFP2-Maske. Wenn ihr mehr braucht, ihr könnt doch einfach bei uns bestellen. Es gibt diese praktischen 6er-Sets, jeweils 2 Stück. Also 12 Stück für 12 Euro. Da waren gerade falsch rum. Also wer noch keine FFP2-Masken hat, haben wir auch im Online-Shop. 12 Stück für 12 Euro, 1 Euro das Stück nur. In 2 praktischen 6er-Verpackungen, dass ihr sozusagen auch damit andere Freunde versorgen könnt. Legt sie euch einfach mit rein. Wir brauchen sie nächsten Monat leider noch. Und bitte tragt sie auch, denn umso weniger Infektionen wir haben, so schneller können wir wieder öffnen. Und das ist doch alle unser Wunsch. Ich drehe ja gerade hier drauf aus einem Kalten und ich habe mir auch gerade die Hände schon dreckig gemacht. Und es gibt ein Produkt, was wir am Freitag in der Show erst hatten, aber ich fand es so wunderschön, weil wir es nämlich auch hier haben in unserem Lokschuppen. Und zwar ist das die Gartenseife. Es hat Robert am Freitag in unserer Seifenshow schon gezeigt gehabt. Unsere handgemachte Gartenseife ist nämlich hergestellt aus verschiedenen anderen Seife und er hat einen ganz eigenen Duft entwickelt, also wirklich, wir versuchen nichts wegzuschmeißen und sie hat auch hier in dem Fall eine wunderschöne türkis-grüne Farbe, die kann auch mal blau sein, das kommt darauf an, welche Seifen eben drin sind, aber sie duftet unglaublich fantastisch und es sind auch immer so ein paar Mondstücken, die Wellnessstückchen, also sozusagen eine schöne raue Seife, aber auch für zu Hause geeignet. Wir haben sie hier im Lokschuppen für unsere Lokfahrer zum Reinigen nach der Schicht, wenn früher der Motor angeworfen wurde. So, und dann sind wir draußen im Kalten, den werde ich mir bald machen. Und zwar letzte Woche habe ich einen ganz tollen Kommentar bekommen, der Tee bei Karls. Da hat jemand gesagt gehabt, ich habe den Namen leider nicht gemerkt, ich glaube es war Steffi, hat gesagt, wie toll sie die Tees bei Karls findet und bei uns eigentlich nur Tee bestellt. Und daraufhin habe ich nochmal andere Tees mitgebracht, und zwar die, die ich auch viel trinke, aber nicht im Büro, sondern zu Hause. Und zwar die stelle ich jetzt ganz einfach nur einmal schnell der Reihe nach vor. Ihr könnt, wie gesagt, auf unserer Online-Shop-Seite einmal unten durchscrollen. Einmal die Quelle des Glücks. Ist ein ganz angenehmer, einfacher, naturbelassener Früchtetee mit Lemongrass drin. Genauso unser Hey Guten Morgen Tee. Der ist noch ein bisschen zitronischer, sind beide aber relativ ähnlich. Kommt auf an, welche Richtung ihr gehen wollt. Im Onlineshop findet ihr alle Beschreibungen, welche genauen Zutaten drin sind. Ich kann sie beide wärmsten empfehlen. Ups, da fällt einer um. Und dann haben wir noch unsere Strandgöre. Da ist nämlich Erdbeere drin, auch wieder unsere echten, originalen Karls-Erdbeeren. Geht ein bisschen in die Minzprinz-Richtung, hat aber eben nicht nur Minze, sondern wirklich verschiedene Kräuter drin. Ist also ein Erdbeerkräutertee und dann der Honig-Salbei-Tee oder Salbei-Honig-Tee. Er ist einfach perfekt in der jetzigen Jahreszeit bei den kalten Winden. Ich ziehe mir, glaube ich, auch gleich noch die Jacke drüber. Einfach ein ganz guter, wunderbarer Wildkräutertee mit Salbei und Honig. Da macht ihr nichts falsch. Und das Schöne ist, ich finde sie preislich alle unglaublich gut. Zwischen 2 Euro und 3 Euro nur, diese große 100-Gramm-Packung. Und dann noch die, wie letztes Mal bei Minzprinz, die Liebhabertüte, haben wir die Liebhabertüte vom Rachenputzer. Der ist nämlich mit einem Wildkräutertee mit Thymian. Ist ein ganz, ganz tolles Aroma. Kostet 6,50 in dieser 200-Gramm-Tüte. Zu Hause einfach großen Beutel nehmen oder einfach auch so in die Kanne danach abseihen. Wunderbar, ein Tee, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Und solange es jetzt so kalt ist, Tee trinken macht gesund. Nochmal für die, die jetzt erst einschalten, die vielleicht sich fragen, warum sind denn hier diese Figuren aufgebaut? Das sind unsere Anmalfiguren von Karls. Da haben wir einmal unsere Raupi, unsere Erdbeerraupi, unser Karlchen, unser Knolli und Carla. Und zwar habe ich heute eine Challenge. Ich muss eine von diesen Figuren gleich während der Feldbahnfahrt anmalen. Und ihr dürft jetzt noch abstimmen, bis wir losfahren, welche von den Figuren ich anmalen soll. Also einfach in die Kommentare hauen, Raupi, Karlchen, Knolli oder Carla. Unser Regieassistent Ronny heute, der zählt da schon fleißig, sieht den Stift schon flitzen, das ist perfekt. Und für euch heute an den Kommentaren ist Alex, nur dass ihr einmal wisst, wer sozusagen alles hier beteiligt ist. Und das sind die Produkte von heute, aber es fehlen natürlich noch ein paar Neuheiten. Und der eigentliche Grund, warum hier diese kleinen Kürbisfreunde stehen und vielleicht auch später noch ein paar Mitfahrgäste in der Feldbahn sitzen, denn heute beginnt offiziell der Vorverkauf von unserer wunderbaren Gruselnacht. Das sind die Tickets, die sehen jetzt nicht so sexy aus. Wir haben die jetzt nicht gerade vorab einmal nur ausgedruckt, denn wir bekommen natürlich Elektronik-Tickets für verschiedene Daten. Und ich habe da mal was vorbereitet, weil viele wissen immer nicht, welche sie kaufen müssen. Und erkläre ich daran mal so ein bisschen. Ne? Jetzt muss ich nochmal zumachen, unsere Neuheitenbox, dann ist da noch ein was versteckt. Und zwar habe ich hier so ein kleines Ornogramm gemacht.
Ich hoffe, das wedelt jetzt nicht zu sehr durch die Gegend. Also, Karls lange Gruselnächte. Ich bin dabei. Ihr müsst wissen, wo ihr wohnt. Entweder wohnt ihr in Rövershagen bei Rostock oder ihr wohnt bei Elster in Berlin und Brandenburg. Also erstmal überlegen, wo ihr hingehen wollt. Dann habt ihr verschiedene Daten zur Auswahl. Die Gruselnacht in Rövershagen ist nur einmal und zwar am 16. Oktober. Das ist immer ein Samstag. Und in Elster in Berlin haben wir zwei Termine. Einmal am 23. Oktober und einmal am 30. Oktober. Und dann müsst ihr euch bei den Tickets immer noch aussuchen, ob ihr ein normales Ticket wollt, also wenn ihr Karls nur ein, zweimal im Jahr besucht, oder ob ihr Jahreskarteninhaber seid, denn dann spart ihr 5 Euro auf das Ticket und zahlt statt 20 Euro 15 Euro nur auf das Ticket. Das heißt, das Dein-Oniogramm hilft euch vielleicht jetzt mal so einen Überblick zu haben, welches Ticket ihr braucht. Und ich habe das auch passend eingefärbt, denn im Online-Shop sehen die Tickets genauso aus, wie ich hier die Farben gewählt habe. Und das kann ich euch hier nochmal zeigen. Leider, man kann es nicht hinlegen, weil der Wind weht heute leider so stark. Das ist das Problem an Außendrehs, aber nächste Woche sind wir wieder drinnen. Das heißt eben hier das grüne Ticket für Rövershagen, 15 Euro für Jahreskarteninhaber. Das ist jetzt ein bisschen lustig ausgedruckt hier. Dann Rövershagen das Veranstaltungsticket für 20 Euro für die, die keine Jahreskarte haben. Dann das blaue Ticket für Elstal am 23.10. und das kürbisfarbene Ticket am 30.10. unsere zweite Gruselnacht in Elstal. Genau. Und jetzt aber der Tipp, und zwar wenn ihr jetzt auch eine Jahreskarte kauft, spart ihr ja direkt 5 Euro auf euer Event-Ticket und damit kostet die Jahreskarte nicht 33 Euro, sondern nur 28 Euro. Und da kommt eine Frage rein. Ronny, lese sie uns laut vor. Wo wir sind? Ach, für die, die spät eingeschaltet haben, das habe ich ganz am Anfang gesagt, das hier ist unser Feldbahnbahnhof in Rövershagen. Und wie ihr merkt, es ist ein bisschen frisch, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen errötet. Wir sind gerade im hinteren Teil vom Erlebnisdorf. Da im Hintergrund seht ihr vielleicht schon unser Hotel, da fahren wir gleich vorbei. Und im Hintergrund seht ihr unsere neue Feldbahn, die noch Emschen heißt, die wir bald umbenennen wollen. Und dazu kommen wir gleich. Aber ich war gerade bei den Gruseltickets stehen geblieben. Wie gesagt, wir haben 6 Tickets zur Auswahl, überlegt, was ihr bestellen wollt. Wenn ihr jetzt die Jahreskarte mit reinlegt, dann spart ihr direkt 5 Euro auf euer Gruselticket für die Gruselnacht in Elstal oder Rövershagen. Und das Tolle daran ist auch, dass wir natürlich euch eine absolute Corona-Sicherheit bieten. Wenn irgendetwas sein sollte, irgendwelche bösen Mutationen sich weiter verbreiten sollten, wir im Oktober nicht gemeinsam dieses tolle Event bestreiten können, werdet ihr dieses Ticket anstandslos zurückerstattet bekommen. Dafür sorgen wir. Und deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen, bestellt aber jetzt vor. Und wer heute, wie gesagt, ab 20 Euro im Warenkorb liegt und ein echtes Produkt noch dazu kauft, denn wir wollen euch das, müssen das euch ja zuschicken, deswegen packt noch was Richtiges dazu, was Echtes, erhält zur Gruselnacht passend unseren Gruselslushy-Gutschein in verschiedenen Farben für einen Gruselslushy beim Besuch unserer Erlebnisdörfer. Das er ist einwendbar, einlösbar in allen Erlebnisdörfern. Vom 1. September in unserer Kürbiszeit auch schon bis zum 31. Oktober, denn das ist der Zeitraum, wo wir nächstes dieses Jahr ein bisschen uns gruseln und Kürbisse bestaunen und natürlich nicht vergessen, zu jeder Bestellung zur Zeit, solange der Vorrat reicht, eine kostenlose FFP2-Maske. Da kommt eine Frage rein. Tia möchte wissen, wie die Verlängerung der Jahreskarten läuft. Die Tia möchte wissen, wie es zurzeit mit den Verlängerungen der Jahreskarten läuft. Das Problem ist, dass ganz viele Einzelfälle natürlich gerade aktuell sind. Das Einfachste ist immer, ihr schreibt eine E-Mail an tickets@karls.de, denn da wird euch dann lieber Alex helfen und eure Fragen zu den Tickets beantworten. Wichtig ist, wenn ihr normale Jahreskartenimhaber seid, wir haben das im ersten Lockdown schon gemacht, wir verlängern die Jahreskarte ohne Anstand, ohne Nachfrage um die Zeit, die wir geschlossen hatten. Im ersten Lockdown hatten wir die Jahreskarten um 70 Tage verlängert. Das heißt, ich habe diesmal meine Jahreskarte nicht dabei. Also wenn ihr eine Jahreskarte hatte, die zum Beispiel bis zum 1.1. dieses Jahres gültig war, ist die jetzt bis zum 70.1., also ungefähr den 10. März wäre sie gültig. Und das machen wir für den zweiten Lockdown jetzt genauso. Wir hatten ja am 2. November geschlossen an dem Montag. Das heißt, wir sind jetzt aktuell schon bei 3 Monaten. Eure Jahreskarten werden anstandslos um jetzt weitere 3 Monate plus dem, was noch kommt, verlängert. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wie gesagt, wir möchten, eure Jahreskarten sind so viel länger gültig, wie wir geschlossen hatten, denn wir wissen, ihr konntet nicht kommen und das ist das, was uns am traurigsten macht. Und deswegen wollen wir euch die Zeit geben, wiederkommen zu können, wenn das gerade, glaube ich, gut formuliert war. So, ich glaube, es ist langsam Zeit für die Vorstellung unserer Emsch, ne? Noch eine letzte Erinnerung. Denkt dran, abzustimmen, was ich denn gleich anmalen soll. Jetzt gehen wir einmal zu Emschen. Eine Entscheidung ist schon gefallen? Eindeutig ist schon eine Entscheidung gefallen. Okay, dann holen wir uns Raubi gleich ab. Aber wir gehen erstmal einmal kurz. Wie gesagt, wir waren ja Airbix White Show und ich bin aus dem Erlebnisbereich, deswegen liebe ich Erlebnisse.
Und das hier ist Emschen. Unsere neue kleine Feldbahn, die jetzt auch viel mehr Kraft hat, denn wir haben einen komplett neuen Motor eingebaut. Wir haben einen wunderschönen Dreitakter drin, Baujahr 1976. Wollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken mal rein. Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Genau, hier haben wir jetzt einen wunderschönen Dreitaktmotor eingebaut. Original, man hört ja den Ossi in mir vorkommen, ein wunderschönes, originales VEB-Produkt. Dreitakter, ich bin leider kein Experte, wir wissen nur, dass sie jetzt viel, viel mehr kann, viel mehr Leistung hat. Und sie schafft jetzt eben, früher konnte unsere Kleine immer nur 6 Wagen schieben. Jetzt schafft sie es sogar unglaublich auf volle 8 Wagen. Das heißt, unsere Kleine kann jetzt auch euch alle transportieren und mitnehmen. Dann haben wir vorne hier diese kleine Erdbeere, die ist handbearbeitet. Wir haben ein kleines Ästchen rangebaut, wir haben oben eine Klingel. Da wartet übrigens schon Andi drin, unser Feldbahnfahrer. Diese Lichter angebaut, die wir inspiriert haben. Andi denkt mit. Genau das, und wir suchen neue Namen dafür. Wir werden bald noch einen richtigen Namenswettbewerb starten für Emschen. Aber wenn ihr jetzt schon Ideen habt, nicht in die Kommentare, merkt sie euch. Und bald gibt es einen schönen Namenswettbewerb und wir suchen einen Namen für unsere neue kleine Feldbahn. So, die Zeit rast davon. Ich packe jetzt einmal Raupi mit in meinen Korb, den ich jetzt mit in die Feldbahn nehme. Und ich muss noch was reinpacken, was ich vielleicht unterwegs brauche. Ganz geheim. So, ich gucke nochmal in den Neuheitenschrank, denn eine letzte Neuheit habe ich noch, die möchte ich euch jetzt noch hier in unserer Feldbahnstation zeigen. Und zwar, wie im Erlebnisbereich, manche von euch haben es schon mitbekommen, das hier ist das Design für unsere neue Feldbahn in Elstal. Denn Elstal bekommt jetzt auch eine Feldbahn, nämlich die LPG Rote Rübe. Und da haben wir eben schon die Idee geholt, dass auch unser Emschen diese wunderschönen Seitenlichter bekommen soll, die wir hier haben. Und freut euch darauf, ab 7. Mai neu in Elstal, wenn wir dann hoffentlich wieder aufmachen können, aber da sind wir zuversichtlich, unsere neue Feldbahn Elstal. Jetzt gehen wir gemeinsam in die Feldbahn. Ich nehme mir meinen Korb mit, damit ihr zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, die auch uns stellen könnt, wir das machen können. Und los geht's. Andi, lass den Motor an. Der braucht nämlich 30 Sekunden. Jawohl. Ihr hört mich hoffentlich noch. Wir haben ein kleines Licht angebaut und oh mein Gott. Genau, ist ja Gruselticket verkauft, deswegen haben wir hier ein paar Bekleider mitgenommen. Ich setze mich jetzt einfach mal hier rein, neben diesen netten Kollegen hier, der wahrscheinlich schon sehr lange gewartet hat, dass es losgeht. Na, wie geht's dir? So, und unser Kameramann Bert steigt jetzt auch ein. Der steigt einen Wagen hinter mir ein, dass wir auch schön Corona-konform sind. Ich merke gerade, ich hätte mir vielleicht noch eine Lampe mitnehmen sollen. Und wir hoffen, dass der Ton jetzt passt. Also wenn es irgendwie zu laut, zu leise irgendwie, das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachkorrigieren. Hier ist meine Jacke, wenn es ein bisschen kalt ist. Und ich habe ja noch versprochen in der Instagram-Story, wenn ihr zugehört habt, dass ich euch meine liebsten Snacks vorstellen wollte. Weil das Schönste an der Feldbahn ist, bevor wir dann gleich anfangen mit Raupi anmalen, sind Snacks natürlich ganz wichtig, auch wenn ihr zu Karls fahrt. Und da möchte ich euch einmal die Heidesandkekse vorstellen. Handgebacken bei uns in unserer Keksmanufaktur. Und natürlich mache ich die jetzt auch einmal auf. Könnt ihr auf dem Weg nach Hause essen, Heidesandkekse, handgebacken, wirklich ein bisschen wie, kennt man vielleicht auch als Marmorkekse. Jetzt fahren wir an unserer Station los und da ist natürlich Zeit für unser erstes Keks, ne? So, während ihr euch kurz umgeguckt habt und ich meinen Keks ein bisschen kaue. Nein! Ich habe einen Pinsel verloren und ihn wiedergefunden. Na, wie ist die Aussicht? Unsere Feldbahn, also unser Emschen macht jetzt so ein richtig, richtig schönes Licht vorne, dass man die Strecke ein bisschen sieht. Ich habe jetzt hier Raupi schon mal ein bisschen ausgepackt. Raupi hat übrigens hinten, ne, wie die anderen Figuren auch, diese Magnete. Man kann sie also auch wirklich wunderschön, wenn man sie angemalt hat, an den Kühlschrank pappen. Wie gesagt, hier nochmal zur Erinnerung, die Verpackung anmal Raupi. Und die Kekse sind so gut, ich würde mein Liebster jetzt nur Kekse essen, während ich male. So, jetzt kommt der lustige Teil, wo ich mir den Schritt gucken würde. Es geht schon los. Genau. Jetzt, während wir die Feldbahnrunde fahren, wollte ich euch noch so ein bisschen erklären, wie, achso, schwarz brauchen wir jetzt bei, achso, für die Augen später. Ich mache die erstmal rot. Also, auf jeden Fall, die Gruselnacht-Tickets, die drei Gruselnächte, die wir veranstalten, ne, sind alle ziemlich ähnlich, denn es geht 17:30 Uhr los. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Wieso habe ich mich davon entschieden? 17:30 Uhr geht's los und wir haben ein ganz tolles Programm. Wir haben kleine Bühnen aufgebaut, wo Künstler auftreten. Es gibt Walking Acts, die sozusagen die ganze Zeit währenddessen laufen. Die Attraktionen laufen natürlich auch. Also sozusagen das Event-Ticket ist auch sozusagen ein kostenloses, in der Zeit Attraktionsfahrt-Ticket.
Also währenddessen könnt ihr alle Attraktionen, die im Erlebnisdorf sind, benutzen. Ne? So, machen wir die Pause-Back schon mal hier schön. Oh mein Gott, ich weiß, das Schlimme ist, ich weiß gerade gar nicht, wie Raub hier eigentlich aussieht. Wir machen erstmal alles rot. Wir haben ja in der Schule mal gelernt, man kann alle Farben übermalen. Wenn ich die Hose jetzt anmache, ist auch nicht so schlimm. So, genau. Wir haben wunderschöne Walking Acts, Programmkünstler. Also es gibt zum Beispiel Live-Musik, es gibt Artisten, ne? Es gibt natürlich auch eine Feuershow. Wo sind wir eigentlich gerade? Ach, das ist unsere Eiswelt übrigens. Dahinter ist unsere Eiswelt. Da gehen wir auch ein paar Wochen rein. Ich weiß, ihr habt schon gefragt, wann wir endlich in die Eiswelt gehen. Wir haben es jetzt eingeplant. Nachdem wir nächste Woche nochmal ins Bonbonland gehen, geht es danach in die Eiswelt. Also genauso kalt wie jetzt. Nur ein bisschen heller wahrscheinlich. Dann hier unser neuer Tunnel. Die Wand werden wir auch noch ein bisschen schön gestalten, während ich hier... Also ich mache das natürlich nicht. Man sieht, dass es hier alles ziemlich schlecht. Und eigentlich gebe ich mir viel zu viel Mühe, weil ich viel zu viel Anspruch habe. Aber Robby muss schon noch komplett rot sein. Genau, und die Gruseltickets, wie gesagt, wenn ihr sie heute schon bucht, legt in euren Warenkorb im Online-Shop. Ja. Auch noch was Echtes rein für unsere drei Geschenke heute. So, jetzt läuft das ein bisschen trocknen. Genau, das ist unser schönes, wunderschönes Erlebnisdorf. Noch ganz viel freie Fläche. Dieses Jahr kommen hier, ziehen hier ein paar neue Tiere wahrscheinlich ein. Wir gucken noch, was wir alles möglich machen können. Denn wir sind ja schön flexibel. So, ich habe hier ganz geheim ein Glas Wasser bereitgestellt, um den Pinsel auszuwaschen. Ne? Damit ich keine Farben kaputt mache. So, jetzt bekommt unser Raupi ein paar gelbe Punkte. Ihr könnt also einfach am besten einfach alle vier Anmalfiguren bestellen. Und macht vielleicht auch so ein kleines Lockdown-Spiel bei euch zu Hause drauf. Jeder bekommt dann sozusagen eine Figur und muss die anmalen. Und der am schönsten aussieht, der darf dann in den Kühlschrank. Nein, natürlich dürfen alle an den Kühlschrank. Aber es ist natürlich für alle schwer, irgendwie dieses Karls-Feeling zu haben in so einer Zeit, wo wir so geschlossen haben. So, jetzt hat sich schon mal ein paar gelbe Punkte bekommen. Oh. Sind irgendwelche Fragen eigentlich inzwischen reingekommen? Weil dachten wir so, vielleicht wird...